Hier ist euer Lieblingspodcast. Ich bin Marco. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett. Der Kinderpodcast. Ab ins Bett heute mit der 830. Gute-Nacht-Geschichte und nochmal mit dem Hinweis für alle Eltern, wer noch auf der Suche ist für ein ganz individuelles Weihnachtsgeschenk, der ist hier richtig. Auf abinsbett.net kannst du dir die ganz eigene Gute-Nacht-Geschichte für dein Kind bestellen. Dein Kind wird dann Titelheld oder Titelheldin in einer individuellen Geschichte, nur für euch, als CD und als Download. Jetzt bestellen auf abinsbett.net. Vorher kommt aber das Recken und das Strecken. Nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und reckt und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, 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 ganz lang. Spannt jeden Muskel im Körper an. Und wenn ihr das gemacht habt, dann lasst euch ins Bett hinein plumpsen und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und heute, am Samstagabend, bin ich mir sicher, findet ihr die bequemste Position, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Hier ist die 830. Gute-Nacht-Geschichte für Samstag, den 3. Dezember. Eine Wiederholung. Milo und der außergewöhnliche Kletterpark. Milo ist ein ganz normaler Junge. Es ist ein ganz normaler Samstag, es kann sogar der heutige Samstag sein, als Milo mit seiner Familie in den Kletterpark geht. Klettern findet Milo super. Das würde er jeden Tag machen. Am liebsten klettert Milo im Garten auf den Bäumen rum. Und zum Glück stehen da jede Menge Obstbäume. Und dieses Klettern ist auch ganz praktisch, denn Milo schafft es auch, bis ganz nach oben zu kommen. Wenn die Kirschen geerntet werden, dann ist Milo immer mit dabei. Er ist derjenige, der immer ganz weit nach oben klettert und dem es auch noch Spaß macht. Heute allerdings geht er in den Kletterpark. Was Milo nicht weiß ist, dass es kein normaler Kletterpark ist. Dieser Kletterpark hat etwas Geheimnisvolles an sich. Am Anfang ist alles wie immer. Ein Besuch im Kletterpark ist für Milo nichts Neues, das kennt er bereits. Mit seiner Familie ist er öfter dort. Aber an einer Station macht Milo große Augen. Das ist kein normales Klettergerüst. Das scheint was Besonderes zu sein. Man kann gar nicht erkennen, wo dieses Klettergerüst überhaupt endet. Milo beschließt es herauszufinden. Er betritt diesen Kletterturm und beginnt zu klettern. Soweit er blicken kann, sieht er nur Stufen und Griffe. Er klettert, soweit er kann, und noch weiter und immer weiter. Nun ist er bestimmt schon eine halbe Stunde unterwegs. Ein Ende im Kletterturm ist noch nicht zu erkennen. Milo ist zum Glück sehr ehrgeizig, und er klettert weiter und weiter, bis er eine kleine Pause macht. An einem Vorsprung macht er Rast. Er setzt sich hin. Er schaut nach unten und er sieht, dass er schon richtig weit geklettert ist. Es sind auch keine anderen Kinder, auch keine erwachsenen Kletterer hier. Er scheint hier ganz alleine zu sein. Der Kletterturm ist noch längst nicht vorbei. Es geht noch viel weiter nach oben. Also heißt es nun, keine Zeit zu verlieren. Milo nimmt all seine Kraft zusammen und er klettert weiter und weiter. Die Arme und die Beine werden schon langsam schwer und Milo muss seine ganze Kraft zusammenhalten. Das macht er auch und das macht er auch sehr, sehr gut. Als er nun nach oben blickt, sieht er, dass der Kletterturm bald endet. Denn oben ist Licht zu sehen. Er hat es nun also geschafft. Wo wird er denn sein? Fragt sich Milo. Und als er nun den Kopf oben aus dem Turm rausstreckt, sieht er, wo er nun gelandet ist. Milo ist so weit hinaufgekrabbelt und geklettert wie wahrscheinlich noch nie ein Mensch vor ihm, nämlich bis auf dem Mond. Milo kann es kaum glauben. Von hier oben sieht die Erde richtig klein aus. Und der Mond
ist ganz schön spannend. Wenn ich schon mal hier oben bin, dann suche ich auch den Mann im Mond, beschließt Milo. Und so läuft er über den Mond und begibt sich auf die Suche. Irgendwo muss er doch sein. Wo ist denn der Mann im Mond? Hallo, ruft Milo. Und auf einmal zeigt er sich, der Mann im Mond. Er begrüßt den Jungen. Hallo, Milo. Schön, dass du da bist, sagte er. Milo ist überrascht, dass der Mann im Mond seinen Namen kennt. Aber den Mann im Mond überrascht es gar nicht. Ich wusste, dass der erste Junge, der hier hochkommt, Milo heißt. Und du bist der erste Junge, der hier hochgekommen ist. Milo setzt sich zum Mann im Mond. Die beiden unterhalten sich über den Mond, über die Erde und über die Menschen. Milo wollte vom Mann im Mond wissen, ob es nicht langweilig ist, hier oben ganz alleine zu sein. Der Mann im Mond meint, dass ja Milo gar nicht weiß, ob er hier oben ganz alleine ist. Aber ganz im Ernst, sagt der Mann im Mond weiter, hier oben gibt es so viel zu sehen, vor allem bei euch unten auf der Erde. Da wird mir sicher nicht langweilig. Langsam wird es für Milo Zeit zu gehen. Er reibt sich seine Augen und gibt dafür dem Mann im Mond die Verantwortung. Schließlich möchte er bald auch schlafen gehen. Aber nun den ganzen Weg wieder zurückklettern, darauf hat Milo auch keine Lust. Zum Glück hat aber der Mann im Mond eine Idee. Du musst nicht klettern, nimm doch einfach die Mondrutsche. Die Mondrutsche? Fragt Milo. Ja, die Mondrutsche. Der Mann im Mond steht auf, Milo folgt ihm und dann sieht er eine Rutsche. Sie sieht eigentlich aus wie eine Rutsche auf einem ganz normalen Spielplatz. Milo setzt sich hin auf diese Rutsche und er rutscht los. Mit einem lauten Rums und Wusch rutscht er einfach los. Er hat gerade noch so viel Zeit, um dem Mann im Mond zu winken und Tschüss zuzurufen. Und auf einmal liegt Milo in seinem Bett. Mit Schlafanzug. Und er reibt sich die Augen. Nun weiß er gar nicht, ob er wirklich im Kletterpark war oder ob alles nur geträumt ist. Aber Milo weiß genau wie du. Jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's ab ins Bett. Träum was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr. Ab ins Bett.net. Gute Nacht.